Lilo, ich habe mal wieder was entdeckt. Pinguin-Bilder oder Pingai-Bilder. Schwul ist es nicht. Kennt ihr vielleicht unter einem anderen Namen? Und zwar Remaster Sys. Ja. Gut, Remaster Sys hat irgendwann mal aufgehört. Ne? Und Pinguin OS hat irgendwann mal einen Fork davon gemacht. Also damit weitergemacht für das eigene Pinguin OS. System und stellt uns aber das Remaster-Sys, das jetzt nicht mehr so heißt, zur Verfügung. Nun, es gibt das in zwei Versionen, einmal in der Dreier-Version und der Vierer-Version. Die Dreier-Version wäre dann quasi für Ubuntu 14.04 zum Beispiel und für 15.10 nehmt ihr dieses, ist auf der entsprechenden Webseite beschrieben. Wichtig bei der Version, die für Ubuntu 15.10 ist, da fehlt noch was, ne? Da fehlt noch was und zwar braucht man X-Res-Probe, ne? Ja, für Version 4 funktioniert mit Ubuntu-System 15.4 oder mehr, also zum Beispiel 15.10. Und da fehlt aber X-Res-Probe, ne? In den Paketquellen von Ubuntu 15.10 muss man sich nachinstallieren. Jetzt gibt es hier auch einen Link, aber da gab es keinen gescheiten Download-Link für ein Deb-Paket. Und ich habe da mal ein bisschen geforscht. Unter Quantal Ubuntu 12.10 gab es das noch fix und fertig. Gut, ihr müsst dann halt schauen, was habt ihr denn für eine Version von Linux Ubuntu? Habt ihr eine 64-Bit-Version? Oder habt ihr eine 32-Bit-Version? Habt ihr eine 32-Bit-Version? Nehmt ihr X-Res-Probe, was halt fehlt, ne, in den Paketquellen, und installiert das vorher. Habt ihr eine 64-Bit-Version? Nehmt ihr das hier und installiert das vorher. Und dann installiert ihr halt entweder, wenn ihr Ubuntu 15.10 zum Beispiel habt, das hier. Habt ihr Ubuntu 14.04, installiert ihr das hier. Ja, klingt kompliziert, geht aber ruckzuck. Das sind nur zwei Deb-Pakete, die ihr dann mal Ende des Tages installiert. Was macht man damit? Gut, ich habe hier mal was vorbereitet. Ich bin seit einem Tag schon oder länger dran. Ich habe Folgendes vor. Nun, Remaster Sys ist bekannt. Link zu den Videos dazu hänge ich an. Ich wollte Folgendes machen. Ich wollte Folgendes machen. Also, ihr seht, ich habe hier schon vor 23 Stunden mal so angefangen. Nun, es gibt in diesem Pingui-Builder zwei Möglichkeiten eigentlich. Ja, eigentlich sind es drei, aber eigentlich sind es nur zwei Möglichkeiten. Gut, ich zeige jetzt mal, was ich vorhabe. Und zwar gibt es einmal Backup, und das ist der gefährliche Modus, und den wollte ich gerne. Gefährlich, sage ich gleich warum. Dist-Mode, das ist eigentlich das, was die meisten benutzen werden. Ja, und das ist der ungefährliche Modus. To share with friends, ne? Da wird, wenn ich jetzt hier von meinem System ein Dist machen würde, dann würden alle installierten Programme, ja, ebenfalls auf der Distro-CD bzw. DVD landen. Ja, gut, aber nicht meine Desktop-Einstellung, ne? Wie hier zum Beispiel, dass ich ein anderes Hintergrundbild habe. Meine Firefox-Einstellung und E-Mails und Login für PayPal würde nicht gesichert. Und das ist ja wahrscheinlich das, was ihr wollt, ne? Ihr könntet also einem Freund oder Bekannten oder der ganzen Firma eine Distribution von Ubuntu 15.10 zum Beispiel zur Verfügung stellen, wo alles schon so installiert ist, was ihr an Anwendungen als gut und richtig empfindet, was aber standardmäßig nicht dabei ist. Zum Beispiel der Bless-Hex-Editor ist standardmäßig nicht installiert. Ihr könntet also eine CD bzw. DVD machen, ja, von eurem bestehenden System. Dist-Modus, ne, ihr habt Bless installiert, dann wäre auch am Ende des Tages eine Installations-DVD da. Oder wenn ihr wollt, kann man es auch auf einen USB-Stick packen. Ne, eine ISO-Datei haben wir, die man entweder brennen kann oder auf USB. Und da wäre in der Distro halt schon, hier in dem Fall, Bless drauf. Gut, das ist das, was man normalerweise tut. Wichtig ist auch immer, temporäre Dateien vorher zu leeren, bevor ihr eine dieser Optionen wählt. Das hier ist noch eine Option für Experten, die, das ist so zwei Schritte, ne? Also das hier wäre mit einem Schritt sofort eine CD, DVD machen. Das hier macht erstmal nur die ganzen Dateien, die eigentlich auf die DVD sollen,
Und da kann man an denen noch fummeln vorher. Und dann macht er auch daraus eine ISO. Also hier kann man noch die Dateien noch so ein bisschen modifizieren. Also die unteren beiden Punkte vergesst ihr mal. Reihenfolge. Erstmal, egal was ihr tut, immer leeren. Und ihr nehmt den Dist-Modus. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, könnt das weggeben. Ich wollte aber böse. Ich wollte natürlich einen Backup-Modus mit meinen Einstellungen. Ja. Natürlich wären da meine ganzen E-Mails, Einstellungen, Passworte, die ich jemals eingegeben habe, mit da drauf. Und selbst wenn ich das versucht hätte zu löschen, das wäre mir nie gelungen. Also, VirtualBox. Ich habe so getan, als hätte ich einen ganz neuen PC. Und weil ich jetzt keinen neuen PC formatieren wollte, habe ich mir eine virtuelle Maschine gemacht. Hab mir darin vor 23 Stunden, lange her, für euch, ja, was tut man nicht alles für euch, das Ubuntu Mate 15.10 ganz neu, frisch installiert, ohne meine Passworte, die ich normalerweise benutze, zu benutzen, ohne mich irgendwo auf meine Webseiten einzulocken, ohne PayPal, ohne eBay und so weiter. Alles nochmal neu installiert. Und dann habe ich rumgetestet und habe dann festgestellt, es fehlt noch was und es fehlt noch was und es fehlt noch was. Und aktueller Zustand, gut. Irgendwann war ich soweit, dass ich eine Distro dann hatte, wo alles so drin war, was ich euch so geben wollte. Ohne, dass ich da jemals meine furchtbar geheimen Passworte eingegeben hätte, mich irgendwo eingeloggt hätte oder wie auch immer, sondern ein bisschen was gelöscht. Und es sollte jetzt werden etwas so ein bisschen cooler, Was ist normalerweise denn nicht so drauf? Gut, zum Beispiel ist hier Ubuntu 15.10 der Compiz Config Settings Manager und der Cube schon vorinstalliert. Wäre es nicht schön, ne? Ihr hättet eine CD, eine DVD oder ein ISO-Image für euren USB-Stick, wo ihr bootet und dann habt ihr sofort das hier, was ihr hier seht und nichts anderes. Ja? Dafür ist der Backup-Modus. Na, dafür, dass ich diesen Backup-Modus machen kann, muss ich natürlich alles frisch installieren, damit zum Beispiel in Firefox nicht irgendwo was gespeichert ist oder. Ja? Gut, jetzt konnte ich natürlich eine Dist davon machen, ein Backup, muss ich dir sagen, ein Backup, ne, mit allen Einstellungen. Zum Beispiel konnte ich dann auch meinen YouTube-Link hier unterbringen. Ihr seht, der Firefox hat schon Google standardmäßig drin, der hat hier schon Adblock Pro und NoScript. Ne? Und so ist es dann auch auf der CD. Wenn er die CD startet, ist das alles schon so eingestellt. Dann konnte ich natürlich auch gleich mit draufpacken. Hier, ja, Pinguin OS habe ich einfach mal Remaster Sys genannt. Wenn ihr ein Passwort braucht, ich habe es einfach User genannt, also User, so wie auch der Benutzer hier heißt. Ne? Natürlich, ich habe das ja komplett neu installiert, ohne meine eigenen Passwörter und so weiter zu benutzen. Habe einen User angelegt, der heißt User. Ne? User, sieht man auch hier dran, User at mate, beziehungsweise User at user hinterher auf der CD. Gut, somit kann ich euch eine ISO-Datei geben, aus der ihr einen USB-Stick machen könnt. Und da ist das hier alles schon mit drauf. Ihr müsst euch also nicht drum kümmern, um irgendwelche Depp-Pakete, welches brauche ich denn? Das ist alles schon fix und fertig. Und so wollte ich euch das mal mitgeben. Natürlich sind auch manche Dinge drauf, die unter Ubuntu 15.10 so nicht drauf sind. Synaptic, Package Manager, Compiz, ne? Oder Kate ist normalerweise da nicht bei. Da ist der Pluma-Editor dabei. Und wie ihr seht, haben wir auch wackelige Fenster. Ja. Solche Einstellungen müsste ich normalerweise in 100.000 Tutorials beschreiben. Stattdessen gebe ich einfach die Distro, so wie sie ist, weiter. Ne? Dann hat es hier auf dem Panel schon irgendwelche Netzwerkmonitore schön eingefärbt, ein anderes Hintergrundbild, ein anderes Thema. Andere Anwendungen, zum Beispiel kann ich da auch nicht nur ein Programm mitgeben, wie hier zum Beispiel Lazarus, sondern ein fix und fertiges Mini-Programmchen mit dabei schon, ein Beispiel-Button, ne? Gut. Da kann ich zeigen, wie geht Lazarus, wenn jetzt startet, Button drücken, da steht hier Hallihallo. Ne? Und alles ist schon so eingestellt, wie ich das für gut und richtig halte. Das muss ja nicht so gut und richtig sein, wie ihr das haltet. Zum Beispiel habe ich hier drei Desktops, ne? Habt ihr gesehen, am Cube drehen und nicht vier. Finde ich pfiffig, sieht so ein bisschen matiger aus. Sie haben auch immer so dreieckige Symbolchen. Gut, wenn man das Ganze dann distributieren will. Ne? Irgendwann ist man fertig mit dem Ding, ist ja auch gut dann. Man hat auch alles gelöscht, wo man meint, das geht keinem was an. Also User ist das Passwort, wenn er es braucht. Dann wäre der erste Schritt quasi nochmal hier alles leeren.
die temporären Dateien. Ihr guckt natürlich durch, wo habt ihr noch was zu löschen. Ja. Da ich hier aber nichts Geheimes eingegeben habe, bin ich ziemlich schmerzfrei. Auch mal den Verlauf des Terminals, wo ihr installiert habt, mal gucken. Ne? Da die Bash History zu clearen oder mit History-C. History-C. Da mal für Ordnung sorgen und diverse Dinge zu löschen, wie zum Beispiel die zuletzt geöffneten Dokumente zu löschen und so weiter, was ihr vielleicht noch löschen möchtet. Gut, dann, ne, also wie gesagt, das ist jetzt eine Distribution, die ich jetzt ganz frisch aufgesetzt habe, ohne da jemals irgendwelche geheimen Passwörter oder was weiß ich einzusetzen, hier in der virtuellen Maschine. Dann kann ich diesen Backup-Mode auch mal nutzen, aber vorher bitte mal in die Settings gehen. Ne? Da gibt es noch hübsche Einstellungen. Ne? Da kann ich zum Beispiel sagen, ich bin der Rec-Runner, da kann ich was eintragen. Was soll denn hinterher, wenn die Live-CD startet, oben drüber stehen? Linux zum Beispiel, ja. Welcher Username soll verwendet werden? User. Hm? Ja, gut. Solche Dinge kann man da noch einstellen, ist nett. Und hier die beiden Einträge, die sind schön. Kann ich euch auch jetzt, weil ich es euch ergebe, mitgeben. Ein Boot-Menü Bildchen für die Live-CD, das muss 640x480 sein und ein PNG-Bild. Und das ist hier auch schon mit drauf. Gehen wir mal aufs Dateisystem. Home, User, Bilder. Und da haben wir schon dieses Bild, kann man es öffnen und kann man das nehmen. Ne? Das kommt nämlich beim Starten der CD. Dann habt ihr einen Hintergrund, der so ähnlich aussieht wie dieser da. Ne? Und da habe ich noch was reingeschrieben. Das könnt ihr auch verändern. Ich habe auch das Programm GIMP gleich mit draufgepackt. Und da ich GIMP nicht nur draufgepackt habe, sondern auch die Einstellungen von GIMP beeinflussen kann, weil ich es ja halt als Backup-Mode mache, habe ich GIMP zum Beispiel hier direkt im Einzelfenster-Modus. Ne? Ist ja auch nicht Standard. Und ich habe noch Heal Selection und so weiter, noch spezielle Plugins installiert, die normalerweise bei GIMP nicht standardmäßig dabei sind. Fürs ganze Betriebssystem zum Beispiel auch noch die Restricted Extras oder die Compis Plugins extra oder anderes Brennprogramm und so weiter. Anderen Bildschirmschoner übrigens auch. Hier kann man nochmal auch ein Bildchen nehmen, nehmt dasselbe. Das ist dann für das installierte Umgebung. Ne? Was heißt das? Also eigentlich ändert sich damit zunächst mal von dieser virtuellen Maschine das Grub-Startmenü. Das wirkt sich aber nicht unbedingt aus auf den Installationsmodus der Live-CD. Ne? Wenn ihr das Ding hier hinter als Live-CD habt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Ding fest zu installieren. Ne? Habe ich hier aber extra mal ausgeblendet. Ja. Aber es gibt die Möglichkeit, eine Distribution hieraus fest auf der Festplatte zu machen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo haben wir das nochmal? Gucken. Übrigens Firewall-Einstellung. Ich habe die Firewall so eingestellt, dass die standardmäßig ein ist. Ist es normalerweise nicht. Ne? So, jetzt sehe ich es gerade nicht. Aber ihr könntet zum Beispiel, hier habe ich natürlich auch kleine Veränderungen an den Rahmen und so weiter gemacht. Hintergrund so ein bisschen geändert in lila. Und auf dem Desktop, obwohl es man hinterher nicht sieht, ist dort auch das Installationssymbol, damit man diese Distro fest auf der Festplatte machen kann. Ich glaube, das kommt erst dann drauf, wenn ich tatsächlich auch mit Pingui Bilder das Ding gemacht habe. Ich habe es hier spaßeshalber mal als Link Remaster genannt. Wie gesagt, ich habe viele Einstellungen gemacht, ne, die ich hier jetzt mitgeben kann, ne, da ich mir jetzt sicher bin, dass ich hier nichts Geheimes gemacht habe in der virtuellen Maschine. Ja. Wie gesagt, Firewall eingestellt, dass die standardmäßig ein ist, ist normalerweise nicht so. Und wir haben dann, ja, den Bildschirmschoner habe ich ausgetauscht. Der X-Screensaver ist schöner als der Mate-Bildschirmschoner. Da habe ich dann die zusätzlichen GL X-Screensaver Themen mit drin. Habe standardmäßig auf GL Matrix und in den Einstellungen seht ihr, da habe ich noch weiter dran rumgefummelt, ne? Damit bei mir hier auch noch The Rec Runner als Matrix runterregnet. Könnt ihr mal gucken. Wie gesagt, dann habe ich mit dem Hauptmenü rumgespielt, habe die Einträge
die mir nicht gefallen, die ich für unnötig halte, ausgeblendet, ne? Kann man ja machen, das Häkchen einfach wegsetzen. Zum Beispiel Planck interessiert mich nicht, ne? Max Planck vielleicht, aber sonst nicht. Gut, letzten Endes, am Ende des Tages war das Ding soweit eingerichtet und ich wollte es dann weitergeben. Dann, wie gesagt, den Remaster Sys, der jetzt Pingui Bilder heißt. Ne? Passwort, wie gesagt, User. Dann, ne, wenn ihr das gemacht habt, ne, also wie gesagt, dann habe ich mal gewagt, den Backup-Modus, ne, inklusive allen Einstellungen, die ich hier gemacht habe, weggeben. Ne. Das ist aber wirklich nur für Leute, die so ein bisschen bescheuert sind wie ich. Ne. Also wenn ihr wirklich an andere Leute was weitergeben wollt, dann nur den Dist-Modus bitte benutzen. Nur Backup-Modus ist nur so für Bekloppte wie ich. Ja. Weil, wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendwo was vergessen zu löschen. Ihr könnt ja nachgucken. Gut, am Ende des Tages haben wir dann plötzlich einen neuen User, der heißt Pingui Bilder. Und darin nochmal Pingui Bilder. Und darin ist dann hinterher die Distribution zu finden. Die Custom Dist ISO oder Custom Backup ISO. Und die müsst ihr aus der virtuellen Maschine erstmal wieder rauskriegen. Ne? Ist ja hier nur auf der virtuellen Festplatte. Die virtuelle Festplatte dann bitte so einstellen, dass die groß genug ist. So, wie kriegt man das aus so einer virtuellen Maschine raus? Entweder installiert ihr euch in der virtuellen Maschine ein Brennprogramm, brennt auf den realen PC. Oder ihr macht euch einen Shared Folder. Oder ihr könnt es auch mit dem Befehl, ne, in der virtuellen Maschine könnt ihr einen Webserver aufmachen. Python-m simple HTTP-Server und genauso groß und klein schreiben wie hier, dann öffnet sich in der virtuellen Maschine ein Webserver, auf den ihr dann auf dem echten PC zugreifen könnt und euch das Custom Dist ISO oder Custom Backup hier auf den echten PC holen muss. Warum muss ich mir auf dem echten PC die Dinge wiederholen? Damit ich hier ausprobieren kann, ob das überhaupt funktioniert. Hier bei meinen Einstellungen habe ich dem System auch ein bisschen mehr Power gegeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch gerade da, wenn ihr diese Distro erstes Mal baut, gebt dem Prozessor richtig Dampf. Ich habe hier 3 von 4 CPUs benutzt, habe die Festplatte möglichst groß gemacht, damit nicht nur ja, das Betriebssystem draufpasst und die Userdaten, die ich ja mitgeben will, sondern auch noch die Kopie davon. Ne? Das muss ja beachtet werden. So. Haben wir das und haben wir dann das Backup hier in dem Fall auf unserem realen PC wieder, dann können wir dieses Backup in einer zweiten virtuellen Maschine einbinden und gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ja, gut. Den Grafikspeicher würde ich euch empfehlen, möglichst hochzusetzen und 3D-Beschleunigung. Sonst könnt ihr nicht prüfen, zum Beispiel, ob der Cube geht oder ähnliches. Jetzt gucken wir mal uns an, das will ich euch ja geben, damit ich mal weiß, ob das überhaupt bei euch so aussieht, wie ich das so haben will, kann ich das hier schon testen. Ich mache mal den skalierten Modus, damit man das ein bisschen größer sieht. Gut, so sieht das dann aus, ne? Wenn ihr die CD, also ich bin da gerade am Hochladen, ich weiß gar nicht, ob das so klappt. Die Datei ist mittlerweile die ISO 2,1 GB groß. Ich muss erst mal gucken, ob ich die hochgeladen kriege. Dann sieht das so aus, ne? Wenn man von dieser Live-CD, Live-DVD, USB-Stick bootet. Hier seht ihr dann das Hintergrundbildchen. Ne? Das hatten wir ja in den Optionen gesetzt, ne? Wo ich dann gesagt habe, mit GIMP vielleicht eure eigene Hintergrundgrafik machen. Achtet drauf, hier unten habe ich zunächst, ne, in meinen ersten Versuchen alles in Weiß gehabt. Das ist aber schlecht. Wenn das hier mal zu einem Grub-Menü wird mit vielen Einträgen, stört das Weiße darin. Deshalb habe ich das hier mal so ein bisschen mit Schwarz übertüncht. Live-Boot-Live-System, dann könnt ihr mal testen, wie es aussieht von einem Live-CD, Live-DVD gebootet, ohne zu installieren. Ich hatte dann das tatsächlich mal gemacht und auf meinem Laptop war es so, das ging hier nur mit X-Force Vesa. Grund dafür war, an meinem Laptop waren 2 Monitore angeschlossen. Ne? Habe ich aber erst gar nicht begriffen, warum, aber mit dem X-Force Vesa ging es dann. Als ich den zweiten Monitor abgesteckt habe, ging es auch hiermit. Hier gibt es auch die Option zum Installieren, aber ich würde vorschlagen, ihr nutzt den Installer, der auf der Live
CD drauf ist. Und damit wir auch sehen, was wir weitergeben, ob das überhaupt funktioniert, zuerst mal in einer virtuellen Maschine das Custom Backup ISO, das wir uns aus der einen virtuellen Maschine rausgezogen haben. Das war ja in dem Pingui Bilder Home Verzeichnis. Erstmal testen. So lange, bis ihr zufrieden seid. Das kann mehrmals dauern. Ne? Ja, meine ersten Versuche waren nicht so berauschend. Ne? Dann fiel mir ein, ach, da könntest du das noch machen, da könntest du das noch machen. Und es lief nicht so und das Hintergrundbild war nicht so. Und dann war das mit dem Weiß und dem Schwarz. Also das dauert ewig. Ne? Erst dann, wenn ihr hier in der virtuellen Maschine zufrieden seid, würde ich zum nächsten notwendigen Schritt übergehen, das ISO tatsächlich auf eine DVD brennen und in irgendeinen echten PC stecken von euch und da gucken, ob es da auch geht. Ihr seht, das hat hier funktioniert. Und jetzt könnten wir auch mal gucken. Ich hatte ja gerade verzweifelt gesucht, wo ist denn diese Installationsnummer? Hier ist es, Release installieren. Also von der Live-CD starten. Dort findet ihr Release installieren. Da kann man sich das Ding wieder auf die Festplatte kopieren. Entweder für sich selber oder für andere. Zum Beispiel ein Lehrer, der allen seinen Schülern die gleiche Desktop-Umgebung zur Verfügung stellen will, damit jeder den gleichen Stand hat. Release installieren auf jedem PC und dann haben alle den gleichen Stand der Dinge. Oder jeder kriegt nur eine Live-CD, da ist ja alles drauf. Ne? Dann fummeln die einem nicht an der Festplatte rum. Gut, raus, die Festplatte aus dem Rechner. Braucht man ja nicht. Gut, bei Release installieren darauf achten. Ihr werdet nochmal nach dem Usernamen gefragt. Da würde ich den vorschlagen, denselben zu nehmen, den ihr hier schon hattet. Ne? Also bei der ursprünglichen Backup. User hatte ich. Ne? Ich habe immer User beibehalten. User bei der ursprünglichen Installation in der virtuellen Maschine. User hier auch nochmal, wobei das dann hinterher hier hinten dran gehängt wurde. Und das User war auch das Passwort, also konnte ich das nicht vergessen. Selbst wenn ich jemandem nicht erzähle, dass das Passwort User ist, der kommt auch mal selber drauf. Ne? Also so sieht das Ding aus, wenn ihr das mal startet. Entweder in der virtuellen Maschine und dann habt ihr sofort den Cube, wenn ihr den wollt, zum Beispiel. Oder den X-Screensaver mit der Matrix, wo mein bekloppter Name drin steht. Oder. Und ihr könnt auch sofort Sauerbraten spielen. Gut, hierzu Hinweis, Sauerbraten, ne? Solche Spiele in einer virtuellen Maschine funktionieren oftmals nicht in einer virtuellen Maschine gescheit, weil die dann oftmals den Mauszeiger übernehmen. Auf dem echten PC, ne? Wo dann wirklich eine DVD brennt oder ein USB-Stick, da funktionieren die Spiele durchaus. Und sonst gibt es ein Durcheinander mit den Mauszeigern. Gut, was habe ich hier noch installiert? Den Chromium Webbrowser. Natürlich habe ich auch das Pepper Flash Plugin Non-Free. Falls ihr mal irgendwelche Probleme habt, irgendeine Seite aufzurufen. Ja, wie gesagt, Firefox hat schon AdBlock Plus und NoScript. An Thunderbird habe ich nichts gefummelt. Das ist so, wie es ist. GIMP zusätzlich installiert. Wie gesagt, Bless, den Hex-Editor, der ist normalerweise nicht dabei. Lazarus ist normalerweise nicht dabei. LibreOffice habe ich schon so eingestellt, standardmäßig werden ja so OpenOffice-Dokumente erstellt. Ich habe die so eingestellt, dass die als Word oder Excel gespeichert werden, standardmäßig, gut. Alle solche Einstellungen kann man hier schon mal machen, ne? Kann man schon mal machen. Gut, Hardtop zum Beispiel, es fehlte das X-Term standardmäßig in der Standardinstallation und Kate noch installiert. Viele weitere Einstellungen gemacht. Ihr habt wahrscheinlich noch andere Ideen, was ihr alles so machen wollt. Ja, ganz nebenbei bekommt man ja auch noch die Möglichkeit, den Desktop so einzustellen, wie man es gerne möchte. Mit MateTweak zum Beispiel kann man gleich so einstellen, dass es kein Rechnersymbol auf dem Desktop gibt, wenn einen das stört, wenn man lieber einen schönen, sauberen Desktop hat und viele, viele Einstellmöglichkeiten. Das ist, wie gesagt, der Weg, den ich vorschlagen würde, wenn ihr tatsächlich den Backup-Mode wählen wollt, ne, der eigentlich der interessantere ist, dann aber bitteschön erstmal in einer virtuellen Maschine alles komplett neu installieren, euch nirgendwo einloggen, vollkommen andere Passworte verwenden, irgendwas Allgemeines, als würdet ihr die Distro so erstellen für euren
meistgehassten Nachbarn, ja, der euch immer das Fahrrad umschmeißt. Ja, ihr versteht, was ich meine, ne? Weil man weiß ja nie, wer sich das runterlädt. Nachdem das alles so ist und ihr geguckt habt, ist sauber, ihr habt nie irgendwo irgendwas furchtbar Geheimes von euch preisgegeben, dann habt ihr eine Distro, die man auch weggeben kann im Backup-Modus, aber wie gesagt, ich empfehle das ausdrücklich nicht, weil man ja nie weiß, hat man nicht irgendwo nochmal was vergessen. Ja, gut. Jetzt habe ich also von dieser schön eingerichteten, frisch eingerichteten, mit allen Einstellungen, die ich gerne hätte machen möchte, euch das komplette System übergeben, sodass ihr gleich damit arbeiten könnt, ne? Mit allen Einstellungen. Und das ist eigentlich der interessantere Modus, aber auch der gefährliche Modus. Würde ich, wie gesagt, erstmal davon abraten, übt erstmal mit dem Dist-Mode. Ne? Dann sieht das Ubuntu immer noch so aus, wie das Ubuntu immer aussah. Die Firefox-Einstellungen sind nicht übernommen, aber es sind zumindest mal alle Anwendungen dabei. Dann hättet ihr auch Lazarus dabei, auch Bless, auch dies, auch Chromium. Alle Pakete wären schon da, nur die ganzen Desktop-Einstellungen und die Einstellungen für den Bildschirmschoner und die Einstellungen hier und da und dort, die wären natürlich nicht drauf. Gut, haben gelernt, wir haben Remaster süß wieder die virtuelle Maschine ausschalten. Ich bin gerade, wie gesagt, am Hochladen, das dauert ewig. Das kann auch ein bisschen dauern, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob mein Account 2,1 GB überhaupt zulässt. Da muss ich prüfen, ob eine Fehlermeldung kommt. Werden wir sehen. Ich hoffe, und deshalb hatte ich auch Zeit, das Video aufzunehmen, euch das bald mal zur Verfügung zu stellen. Wenn ja, habt ihr einen Link in der Videobeschreibung. Habe jetzt Zeit, da noch ein bisschen nachzubearbeiten. Remaster Sys haben wir wieder, heißt jetzt Pingui Bilder. Ansonsten bleibt so, wie es ist. Es gibt auch noch diverse Alternativen. Hatte ich auch schon Videos dazu gemacht, aber das ist eine nette Alternative und viele wollen halt Remaster Sys wieder. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, hier mitgeholfen zu haben. Bleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.